Erklärungen. Mike, darf ich laut sein hier? Bist du auch drauf? Mike, der hat doch wieder nichts an. Was hast du denn schon wieder gemacht, dass du so laut bist? Ersatzrohr drin oder was? Ah. Wie? Nachdem wir jetzt in Österreich waren und da keiner was zu gesagt hat, dachte ich mir. Ach, das sagt hier auch keiner was. Hast du nicht an oder was? Oh. Hier, guckt schon wieder wie ein Auto, ne? Oh. Ja, ist Mike. Da musst du die an. Guck mal, wie er guckt. Das ist nicht sein Gefährt, der kommt einfach nicht klar. Er kann doch nicht keine Knöpfe drücken, keine Musik, kein Blaulicht. Das ist doch einfacher mit weniger Knöpfen, oder? Ja, du schon wieder voll am Rumnörgeln, ne? Nicht ausgeschlafen. Nee, der ist nicht ausgeschlafen. Hey, ich hab noch nicht gefrühstückt. So, wo geht's denn lang? Erstmal schönen guten Morgen. Oh. Ja, guten Morgen. Haben uns hier bei Mike getroffen und jetzt fahren wir zu? Posten. Genau, Posten. Rechts rum? Rechts rum? Nee, links. Links und dann rechts. Ach so, durch die Baustelle? Ja, die ist offen. Die ist ja offen, okay. Na los, komm, dann fahren wir mal an meinem Lieblingstätowierer vorbei. Hier stehen schon die ganzen Küken, die sich hier, ja, hier 30 Euro Tattoo abholen wollen. Jawohl. Oh, das ist halt mein erstes Mal. Oh, ich komme gerade erst mal aus dem Club hier, so wie die aussehen. Ja, warte. Beim ersten Mal tut es noch weh. Oh, Alter, was ist denn hier? Raschauer oder was? Ich denke, die sind alle im Urlaub. Ja, noch Ferien, ja. Ja, ja, wieder quietschende Reifen, ne? Ja, ja. Ja, jetzt hast du eine richtige Pille. Ja, ja. Meine Pille muss auch bald neu. Ich schleife meinen Reifen hinten morgens immer an, damit er nicht so quietscht. Wie die alle klatschen. Komisch, gar keine Police dabei, die gucken trotzdem, ne? Ja. Ja, Mike, immer noch auf dem Vorführer unterwegs, ne? Ja. Der will daher gar nicht wieder zurück. Seine schon in Zahlung gegeben, ne? Wahrscheinlich. Nee, der krieg ich auch was raus. Du hast heute noch nichts gegessen? Ey, ich hatte noch keinen Kaffee und ich habe nichts gegessen. Das glaube ich dir nicht. Auf gar keinen Fall. Ohne Scheiße, ich bin um 9 aufgestanden, hab mir frisch gemacht mit dem Lappen durch den Schritt. Mit dem Lappen durch den Schritt. Und dann bin ich runter. Ist nicht dein Ernst. Ich bin gerade unten angekommen, da kam hier der Basenmann. Ja. Keine Kekse dabei gehabt, tja. Nee. Nein. Und der Typ hat sich heute Morgen Brötchen in den Ofen geschoben. Oh, da ist ja heute ein Frühaufsteher gewesen. Wenn ich erst mal hätte ich erstmal ein Brötchen ins Brötchen geschoben. Hunde. Da fahren wir vorbei. Weil ich kenne zwar den Weg, aber so ist das Film langweilig. Alter, brüllt das Ding. Das ist nur das Cut-Ersatzrohr, ohne dass du es diesmal angesägt hast? Ja, ich hab keine Räder mehr. Ja. Okay. Ich hab's doch geguckt, ich wollte das Ding da auch einbauen oder austauschen. Alter, mit dem Original? Am Schneiden, das Ding. Ja, so hat richtig dumpfen Brummen, ne? Also so. Klingt aber gut. Ja, finde ich auch. Genau. Ja, es sei denn, du bist jetzt unmittelbar daneben, ne? Oder dahinter. Ja, nein, wenn er jetzt so normal fährt, das ist ein normaler Ton, das ist nur bei Belastung, dass er dann ein bisschen kräftiger kommt. Ja, Mike, wir haben 15 Meter zwischen uns, du musst nicht schreien.
Bei Belastungsröhre ich auch immer richtig. Ja, das ist schon, ja. Es brummt. Also macht ihr hier für diese Großbaustelle die Container da sauber? Machen wir dann die Container sauber und die Baustelle geht 7 Jahre. Die wollen hier untertunneln, ne? Ja, genau. Also die Brücke wird weggerissen und dann wird eine provisorische gebaut und dann, während die provisorische da ist, machen die dann den Tunnel da rein. Alter Falter. 7 Jahre, ey, boah. Ja, naja, gehen wir noch ein Jahr drauf, ne? Ja. Ja, das wird so wie Berliner Flughafen, ne? Ja. Aber siehst du, kommst du hier auch nicht mehr runter, ne? Wenn du hier runterfahren willst, vorbei. Ja, ja. Naja, du kannst von vorne sehen aus der Kreuz, kannst du nicht mehr auf die Hildesheimer. Nee, das ist schon lange so nicht mehr. Ja, du, mein Gott, ist halt so, ne? Muss man sich darauf einstellen. Die Scheiße ist halt nur, dass es gar nicht so viele Verbindungen jetzt da in die Richtung Sehende gibt, ne? Guck mal, gar nichts. Zur Baustelle, ich muss jedes Mal hier lang. Das ist doch schön, ist ein halber Tag rum, bis du durch bist. Wir müssen nach links rüber. Fahr mal rüber und vorbei. Na, du mich auch. Ja, ich dich auch, so, ja. Schule. Ach, ah. Meine Güte. Willst du deinen Hauptschulabschluss nachholen oder was? Also nee, dann kann ich meinen Namen tanzen. Da kannst du deinen Namen tanzen. Ist das die am Maschsee? Nee, die in Bofeld. Freie Waldorfschule. Mike, kannst du deinen Namen? Wow. Genau. Schön mit der Lederhose, wo der Arsch frei hängt. Der will ich. Grüß Gott, Schneider! Ja, immer geil! Mike, der Village People. Hallo! Hallo! Oh, hat sogar gegrüßt. Ja. Oh. Entschuldigung. Oh. Der macht das jetzt alles am Visier weg, ist doch ekelig. Echt, ey. Der hat den Scheibenwischer von innen. Ja, aber guck mal, wenn ich den lese bei Facebook, ja, ich habe jetzt den Steuerbescheid für meine Spider, die ist ja echt teuer. Ja, was weiß ich denn vorher? Nee, weiß man nicht unbedingt. Nee, also ich habe mich über die Steuer auch nicht informiert, sag ich dir ganz ehrlich. Nee, es ist halt so. Es gibt aber eine Menge Info-Videos. Ja. Also Steuer war 300. Nee, genau, 292, ne? 294 habe ich bezahlt. Ja, genau. Ja. 294 Euro Steuern, ja. Und für die Reike habe ich bezahlt 228 oder so. Ja, und wenn nicht mal für die Reike 228. Für den Motorrad bezahlt sie die Hälfte. Hä? Ja. Gar nicht. Das Motorrad kostet 20, 30 Euro. Ja, so. Mein Yamaha Raptor 700 Kubik, 28 Euro. Im Jahr. Ja, ja, aber. Das ist nur, weil die Katalysatoren hier drinnen keine EU-Zulassung haben. Also, kann man den ja auch ausbauen, das ist doch in Ordnung. Ja, wir bezahlen ja sowieso die höchste. So, ja. Eben. Also, kann ich auch laut sein. Ja. Kann ja auch Spaß machen. Ja, aber die Abgase werden ja auch nicht gemessen. Nee, braucht ja nicht. Die Lautstärke wird gemessen. Ja, das ist das Problem. Ja, die Lautstärke wird aber nicht gemessen beim TÜV. Könnte er aber, glaube ich. Ja, es ist so ein Thema für sich, ne? Also, ja.
Klar, dass viele sagen ja, Spaß kostet, aber irgendwo ist ja auch mal gut. Aber ich mein, sehen die durch oder hinten rum? Was, wie hinten rum? Durchfahren. Was ist denn hinten rum? Na, hier ist hinten rum. Okay, fahren wir mal hinten rum. Oh, Mike nicht, der kleine Pisser wieder. Ja, ich komme. Thorsten, mach mal das Wohnmobil hinten auf, dann fahr ich da rein. Das ist ein Wohnanhänger, kein Wohnmobil. Oh, ist ja gut, du Schlauscheißer, du. Glaub, es geht los. Angekümmt. Ja, die ganzen Verrückten wieder hier. Bei Thorsten versammelt. Ja, jetzt wird hier schon wieder gefummelt. Psst, geil. Oh. Jetzt ist schon wieder die Haube auf. Das wird hier gerade immer mehr. Ja, das kann sein. Aber siehst du auch immer seltener, ne? Die GS-Modelle. Was ist denn? Oh, das ist doch die Frage, ob der Samstag oder Sonntag. Ja, kriegen wir schon hin, oder? Gerne. Die hast du, kommt ihr nach, habe ich schon gehört. Ja, wenn das den Samstag ist, dann müssen wir nachkommen. Sag mal, hast du hier einen Fliegenfresser drin gehabt? Mhm. Ja. Thorsten, machen wir wieder schön. Ja, gerne. Wir sind dann auf. Ich komme noch nicht. Ach, ne? Mach's gut. Tschüss. Ja, doch, ciao. Mach's gut, ne? Ciao. Tschüss, oh. Frau. Ich würde auch gerne sagen. Komm mal raus. Mach's gut. Danke für den Kaffee. Ja, gerne. So, allgemeiner Aufbruch. Wir können gerade ausfahren, ne? Ja, ja, wir kommen ja da hinten auch raus. Genau, genau. Dann fahr. Na du fahr, ich hab keine Ahnung. Tata, wollen wir über Pattensen fahren? Gerne. Ja, ne? Ist doch nicht so stupide da über die... Fahren wir Pattensen, genau. Na komm, Fräulein, fahren Sie. Kind ist sicher. Ja. Und auch im Straßenverkehr. Na, genau. So, das ist ja Urlaub und ich hoffe, dass der Sommer noch nicht rum ist, ey. Dass wir so ein paar schöne Wochenenden haben, wo wir fahren können. Also ich bin noch nie so wenig gefahren. So einen schönen goldenen Oktober kriegen wir bestimmt. Ah, das wäre cool. Ein richtig klasse Herbst, so, weißt du, so. Ja. Warm und sonnig, das wäre schön. Also ich bin über den Sommer weg noch nie so wenig gefahren. Dann habe ich einmal geschafft, dass ich gefahren bin, so Baukamera an und so, bin unterwegs, drück drauf, da ist ja keine Speicherkarte drin. Ja, super. Probleme des Influencers. Ach ja, ich sag's dir. Ja, es ist aber auch mal, dann habe ich festgestellt, es ist auch mal schön zu fahren, ohne dass du irgendwas aufnimmst. Einfach mal selber genießen, weißt du? Das stimmt. Ich glaube, der steht da wegen dem BMW-Fahrer. Ach so, ja, ah, das kann sein. Ne? Oh. Boden, ne? Ja. Ja, also das mit Carsten Lauer hat ja alle geschockt, ne? Also ich hätte das auch nicht gedacht. So, gerade alles fertig. Er schreibt immer, ich bin jetzt jedes Wochenende mal woanders. Mache jetzt immer schöne lange Wochenenden und dann da immer die Touren und so. Und auf einmal
Fam inseriert. Wollen wir vorbei? Immer. Die Meshjacke hier ist ja auch eigentlich der Renner gewesen. Die hat es lange gegeben, ne? Und also ich fahre die Mesh auch echt gerne. Ich habe auch lange erst gesucht und so. Wenn einer eine hat und auch weiter fährt, sag ich mal, der behält die auch, ne? Und das ist halt. Ja. Und jetzt hatte ich halt das Glück, der hat sich die da irgendwie auch bestellt und ist ihm, XL ist ihm zu groß, hat er geschrieben. Deswegen verkauft er sie jetzt im Neuzustand. Und XL passt mir besser wie XXL. Also gut, die habe ich, wie gesagt, hier am Edersee, ne, von dem. Ja. Aber das war auch ein Glückstreffer so, ne, eigentlich. Ja, und das ist doch gut, dann kaufe ich die da für 100, nimmst du die für 100, haben wir durchgetauscht, wunderbar. Brauche ich sie nicht reinsetzen und dann alle glücklich. Bleibt ja in der Familie. Genau. Na, fahren wir hier runter, die nächste wieder runter. Wann kriegst du deine? Die ist heute losgeschickt. Die könnte im Laufe der Woche kommen. Sag ich dir Bescheid. Wir sehen uns doch bestimmt die Woche. Wenn das Wetter schön wird, haben wir beide Frühschicht. Ja. Bis 12.30 Uhr Feierabend. Ey. Ja gut, ich bin so halb zwei zu Hause, kurz nach halb zwei. Du fängst ja auch ein bisschen früher an, ne? Eine Stunde genau. Ja. Vormittag genau richtig genutzt. Ja, super. Also. Na, die Woche dann mal waschen fahren. Heute mal wieder pflegen. Na, erwartet dann. Die zögern immer, ne? Die wissen aber nicht, ob sie grüßen sollen. Ja. In Österreich irgendwie grüßt jeder. Gott sei Dank, ja, das ist echt Wahnsinn, ne? Und nett sind die da alle. Ja, ja. Das ist nicht so versnoppt wie Deutschland, ne? Bremsscheiben? Nein. Finde ich nicht gut. Also ich, nachdem sie eingebremst waren, also ich würde nie wieder was anderes einbauen. Also hast du die Sinterbeläge auch dabei genommen? Alles. Ja. Merkst du richtig, ne? Ich habe das in Österreich gemerkt, da will ich das ja auch noch in einem Video ein bisschen einbauen, dass man mal so zeigt, die Bremsscheiben, da habe ich dann auch bei der Tour nach unten so richtig mal Attacke und mit Bremsen und so, und dann abgestiegen und dann mal so die Bremsscheiben gezeigt, ne? Also ist schon richtig geil. Also hast du es auch blau gekriegt oder was? Ja, so ein bisschen, und auf jeden Fall haben sie auch gequalmt, es war richtig heiß. Aber danach, ne, worum es dann eigentlich geht, bei den alten Bremsscheiben, bei den normalen, also wenn du dir so heiß fährst und danach fährst und nur leicht anbremst, dann flattern die Kotflügel, das heißt also, sind sie noch nicht ganz wieder gerade gezogen, ne? Die bleiben dann so ein bisschen verzogen eine Zeit lang, ne? Und dadurch hast du dann diese Vibration im Kotflügel und im Lenker und beim Bremsen. Und das ist bei denen hier gar nicht, ne? Null. Ich bin auch mit dir total. Ja, finde ich auch. Ich hatte das ja bei mir, ich hatte das jetzt nicht so extrem gemerkt beim Fahren vom Ausmaß der Maschine, aber ich habe es immer gehört. Ich habe ja vor Österreich die RT-Bremsscheiben genommen von Thorsten. Ja. Weil ich leider nicht da war, die Scheiben. Ja. Das war dann, was ich sofort gemerkt habe. Also, war dann besser, ne? Ja, ja. Ja. Also ich bin da auch echt zufrieden mit. Ja, das Ding hier läuft wie auf Schienen, wie ein Uhrwerk. Ich höre keine Geräusche, wo ich sagen würde, irgendwas oder so. Tipptopp. Liegt natürlich auch wahrscheinlich an der regelmäßigen Wartung. Immer mal ein bisschen öfter einen Ölwechsel und so, ne? Aber also vom Motor und allem her, schade ist gerade kein Holz hier, worauf man klopfen kann, aber ich bin echt zufrieden. Ich glaube, ich bin immer einer, wenn ich weiß, was ich habe,
Ne? Und ich bin damit zufrieden, warum soll ich es weggeben für was Neueres so, ne? Nur wegen dem neueren Tacho oder so, interessiert mich gar nicht. Nee, weiß auch nicht. Ich finde sogar auch der halb digitale, halb analoge, das sieht sich auch geiler aus. Ja, sportlicher, ne? Gefällt mir besser. Ja, finde ich eigentlich auch. So, sind wir schon wieder hier in Gern. Lars, war mal wieder schön. Gut. Ja, immer wieder gern. Auch noch mal wieder so viele getroffen zu haben heute, so spontan, ne? Mal zu Thorsten. Alle hingekommen sind, mega geil. Ja, ne? Von weiter weg und so überall, also waren viele da. War schön, mal wieder alle so getroffen zu haben. Und hoffentlich demnächst auch mal wieder auf bei Natur, ne? Ja, ja. Sollen wir mal wieder eine Tour fahren können, ne? Hi. So Lars, dann verabscheide ich mich hier. Ciao, wiedersehen. Ciao, grüß schön zu Hause. Gleichfalls. Mach ich, ciao, ciao. Tschüss. So, ja, jetzt sind wir wieder zu Hause. Kleine Tour, ne, mit Freunden zu Freunden und Freunde zu treffen. Also war richtig klasse. Und ja, mal wieder was gebracht. Ne? Und wenn es euch gefallen hat, wie immer, gerne ein Däumchen da lassen. Ja, liked, kommentiert und teilt das Video. Denn ohne euch bin ich nichts. Zusammen sind wir, es war der Sven. Und ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Haut rein.